Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canius TV, herzlich willkommen. Das war jetzt gestern starker Tobak. Und wenn ich dann auch ende mit den Sätzen mit freundlichen Grüßen, dann steckt auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Bereitschaft, mich mit denen auseinanderzusetzen, die denken, dass man solche Aussagen vielleicht doch noch irgendwie retten könnte. Ich glaube, man kann es nicht retten. Man muss eben einfach sagen, das geht einfach gar nicht. Und damit sollte irgendjemand meinen, Vernichtungsweihen seien etwas, was von der Bibel her heute legitimierbar wäre, würde er nur auf meinen entschiedensten Widerstand treffen. Sowieso alle Legitimation von Gewalt durch die Bibel ist immer eine Instrumentalisierung der Bibel. Jetzt kommen wir zur nächsten Thematik, die ist jetzt wieder etwas angenehmer. Da fühlen wir uns wieder mehr zu Hause. Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr seid selbst in Ägypten Fremde gewesen. Was für ein schöner Satz. Das ist der Hinweis darauf, der für das Selbstverständnis Israels so wichtig ist, wenn du in das Herz der Tora oder meines Gesetzes hineinfinden willst, dann erinnere dich daran, wie es war, als du Fremder oder Fremde in Ägypten warst. Und das gibt dir einen Maßstab dafür, wie du mit Fremden umgehen sollst, die jetzt in deinem Land sind. Das ist nichts anderes als die goldene Regel. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ja, ich muss also, wenn ich das Gesetz des Herrn verstehen will, den inneren Geist, dann muss ich auf meine eigenen Erfahrungen zurückgreifen und sagen, da war ich in Not und da bin ich ganz schrecklich behandelt worden und deswegen möchte ich nie eines Tages einen Menschen, der auch in Not ist, so wie ich damals in Not war, so behandeln, wie ich damals behandelt worden bin. Aus dieser Erfahrung übrigens, das wäre vielleicht doch nochmal zu bedenken, stammt ja das strenge Asylrecht in der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind geflohen und niemand hat uns aufgenommen. Ich lese gerade ein Buch von einer Autorin, ein wunderbares Buch. Es trägt den Titel Reichskanzlerplatz von Nora Bosson. Ein großartig geschriebenes Buch, stilistisch unglaublich präzise, nüchterne Sprache, die dadurch umso mehr wirkt, überhaupt nichts Aufgebauschtes, gut recherchiert, mit einer Lebenserfahrung geschrieben, als wäre die Autorin 90 Jahre alt, dabei ist sie natürlich viel jünger. Und in dem Buch geht es um Magda Goebbels und einen ehemaligen Liebhaber, Hans, der homosexuell ist und der ähnlich wie Juden im Dritten Reich eben das Problem hat, dass Homosexualität unter § 175 ein todeswürdiges Verbrechen ist und sich also verstecken muss. Die Beziehung zu der Magda hat auch den Aspekt des sich Versteckens. Und da gibt es dann auch Verhandlungen. An der Stelle bin ich jetzt gerade zwischen Vertretern des Schweizer Staates und des deutschen Staates. Und da geht es eben um die Aufnahme von Juden in der Schweiz. Die wollen nämlich in der Schweiz nämlich auch nicht willkommen. Und diese Erfahrung, fremd zu sein, fliehen zu müssen und in der Fremde nicht aufgenommen zu werden, ist ja eine der tiefsten und schwersten und schlimmsten Erfahrungen, die ganz viele Menschen, die verfolgt wurden, seien sie nun Juden, homosexuell oder was auch immer, machten, beziehungsweise umgekehrt die positive Erfahrung, wenn sie denn aufgenommen wurden. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das auch ein entscheidender Impuls war dann für die Gründung des Staates Israel. Ein Thema, mit dem wir heute wieder ganz aktuell und sehr schmerzlich zu tun haben. Langer Rede, kurzer Sinn. Erinnere dich daran, wie es war, als du damals Fremder wurdest und nicht aufgenommen wurdest oder schlecht behandelt wurdest. Erinnere dich damals, wie du bis an die Grenze mit letzter Kraft gekommen bist, um dem Herrscher zu entfliehen und dann bist du an der Grenze zurückgestoßen worden. Das ist ja das Ethos, das hinter dem Asylrecht steht. Und so schwierig das auch im Einzelnen jetzt in der Durchführung ist, so sehr ist immer von der biblischen Perspektive her ganz klar,
Erinnere dich daran, wie es war, als du darauf angewiesen warst, dass du angenommen wirst. Und das ist der Maßstab. Und dann kann man nochmal wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann, also Differenzierungen machen. Aber zuerst mal ist das der Grundsatz. Und hier steht er, er steht auch im Buch Levitikus in derselben Formulierung, einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.